Hallo, liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen aus unserer Grazer Redaktion, wo ich jetzt frisch aus Barcelona begrüßen darf. Hallo, retour, Markus Zwerbeck. Danke ans Flughafen Scheutl-Höller. Ja, ab und zu gibt es diesen Service auch von mir. Aber bevor wir jetzt hier richtig loslabern, starten wir mit einem Gewinnspielaufruf, denn mit der Unterstützung von Tissot schicken wir euch eventuell an den Sachsenring. Also wir haben zu verlosen 2 VIP-Tickets. 2 glückliche Gewinner dürfen Freitag und Samstag in der Nähe des Sachsenrings übernachten, bekommen dann Samstag und Sonntag das volle VIP-Paket inklusive VIP-Village, wo normalerweise nicht einmal wir reinkommen. Genau, das bedeutet stimmt, schon was. Und als besonderes Zuckerl gibt es da noch oben drauf ein Meet and Greet mit Tom Lüthi, der vielleicht heuer Moto2-Weltmeister wird oder zumindest auf einem guten Weg schon mal dahin ist. Was ihr machen müsst, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, das erfahrt ihr, wenn ihr auf den Link unter diesem Video klickt. Auf unserer Homepage könnt ihr dann hochladen ein Foto von euch in Fanmontur und da wird dann ein glücklicher Gewinner ausgewählt. Also wir müssen jetzt absolut noch dazu sagen, bitte nicht hier auf YouTube dann irgendwelche Fotos posten, denn auf Facebook haben das die Leute auch schon gemacht. Da nehmt ihr dann gar nicht teil. Ihr müsst den Link anklicken und dann unter diesem Artikel, wo dieser Link hinführt, euer Foto posten und uns erklären, warum ihr ausgerechnet diejenigen seid, die dieses VIP-Treatment von der MotoGP verdient haben. Viel Glück schon mal an alle. Ja, Glück ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, beziehungsweise eigentlich das Gegenteil von Glück, Pech. Jorge Lorenzo hat für die Diskussion des Wochenendes gesorgt, nach ungefähr 2 Minuten 20, 30, 40. Im Rennen, genau. Ja, Jorge Lorenzo, die Honda-Karriere bis jetzt war eigentlich ein Desaster, muss man sagen. Eine Motocross-Karriere. Und jetzt am Sonntag in Barcelona sah es so aus, okay, jetzt vielleicht endlich das erste Rennen, wo sich Jorge Lorenzo auf der Honda richtig läuft, hat einen sehr guten Start gehabt. Bei der Führungsgruppe mit dabei und dann zweite Runde, ein Kampf um Platz 3 gegen Mary Quinales, wollte sich da vorbeibremsen in Kurve 10. Das ist leider gründlich schief gegangen. Er ist gestürzt, hat Mary Quinales mit abgeräumt, Andrea Dovizioso und Valentino Rossi, alle 4 aus dem Rennen. Damit natürlich der WM einen ordentlichen Trall gegeben und das Rennen im Prinzip schon nach 2 Runden entschieden, weil Marc Marquez hatte dann de facto an der Spitze eigentlich keinen Gegner mehr. Gefühlte 700 Grand Prix-Siege nach 24 Kurven im Rennen dann dort im Kies. Ja, aber das hat ja zu einer großen Debatte geführt. Also in den sozialen Medien konnten wir gar nicht glauben, was wir da alles lesen. Da ist wieder alles, was irgendwie seit dem Sepang-Clash an Hass und Abneigung gegen Lorenzo da ist, wieder hochgekocht, also in einer Form, dass wir mehrfach in den Kommentaren einschreiten mussten. Aber so schlimm war das alles ja eigentlich gar nicht. Du hast dann einen schönen Meinungskommentar geschrieben, lasst mal die Kirche im Dorf. Jetzt analysieren wir es mal ganz trocken. Es war ein Fahrfehler von Lorenzo, ganz klar, das hat er auch offen zugegeben. Aber sogar Dovizioso hat gesagt, der eigentlich der Hauptgeschädigte war, ja, weil ihn kostet das in der WM am meisten, hat gesagt, it was nothing crazy. Ja. So haben das auch viele andere Rennfahrer gesehen. Absolut, und das würde ich auch so unterschreiben, weil ja, es war ein Fehler, es war ein unnötiger Fehler. In der zweiten Runde des Rennens muss man nicht so reinhalten. Aber man gewinnt dort nichts. Man gewinnt dort nichts, man kann es nur verlieren, wie in diesem Fall eben. Von dem her unnötig, ja, aber eben nicht zurück. Das ist dann nicht von weit hinten angeschossen gekommen und hat da so einen klassischen T-Bone-Crash, wie man so schön sagt, fabriziert. Er ist einfach die Spur zu spät vielleicht auf der Bremse gewesen, zu hart zugegriffen dann. Vorne die Situation war auch ein bisschen schwer zu überblicken. Andrea Dovizioso musste auch ein bisschen eine andere Linie wählen, weil sich Marc Marquez an ihm vorbeigebremst hat. Von dem her, ja, Fehler bei Lorenzo, unnötiger Fehler, der einem Mann seines Formats nicht passieren sollte. Ganz klar, aber ich habe es eben auch in einem Kommentar geschrieben, einem Valentino Rossi ist so etwas schon passiert, der hat damals Casey Stoner abgeschossen in Jerez, einem Dani Pedrosa ist sowas schon passiert, jetzt einem Jorge Lorenzo, auch das sind nur Menschen, auch wenn sie in dem, was sie tun, die allerbesten sind und da kann man auch keine Ausrede von wegen, ja, aber das sind ja Profis gelten lassen, denn jeder von uns, der einen Beruf hat, ist wahrscheinlich in dem Beruf ein Profi, wir zwei haben eine journalistische Ausbildung genossen, sind
der Definition nach auch Profis und machen auch Fehler. Und jeder Handwerker, wer auch immer, wird auch mal Fehler machen. Und in diesem Fall war es auch, weil Lorenzo einen Fehler gemacht hat. Blöd gelaufen, er hat sich dafür entschuldigt und damit sollte die Sache auch gegessen sein, denke ich. Es ist halt ein bisschen stellvertretend für diese ganze Situation von Lorenzo. Der hat da vor Augen, okay, jetzt nach 6 richtig schlechten Rennen keinen einzigen Top-10-Platz geholt. Nach Mugello, also zwischen Mugello und Barcelona, auch noch in Japan gewesen, dort mit den Ingenieuren sich besprochen. Er hatte in Barcelona ja auch 2 neue Applications da hinten am Tank drauf, dass er ein besseres Gefühl für die Honda bekommt, und dann sieht er die Chance, hey, ich kann jetzt tatsächlich einmal, er hat ein gutes Qualifying gehabt, ist dann gut gestartet und gesehen, okay, ich kann jetzt vielleicht, das ist jetzt vielleicht der Durchbruch, ich kann da mitmischen. Dann ist natürlich auch der Racer Lorenzo, der so ehrgeizig ist, okay, da will ich jetzt reinhalten, aber sein Gefühl für die Honda ist eben noch nicht so gut, dass er das halten kann. Und was auch noch dazu kommt, ist, was ja viele übersehen, ist, dass das ja sehr wohl vor ihm eine etwas seltsame Situation war, weil Marquez und Dovizioso sich da auch behakt haben und die Linien nicht ganz sauber gehalten werden konnten. Natürlich ist er zu schnell rein, aber er wurde letzten Endes dann auch von der Situation vor ihm eben ein bisschen am falschen Fuß erwischt. Ja, er muss es wissen, mit seinen hunderten Rennen, ja. Erfahrung mit den 5 WM-Titeln, mit den zig Siegen, muss ihm klar sein, dass er in der zweiten Runde das dort nicht riskieren muss. Aber das war, was ich nicht so ganz verstanden habe, war, dass dann Vinales und Dovizioso danach gesagt haben, ja, das muss jetzt unbedingt bestraft werden. Ich halte es da eher mit Valentino Rossi, der hat gesagt, okay, es war ein Rennunfall, sowas passiert schon mal. Würde ich auch so sehen, also ich verstehe natürlich den Frust sowohl bei Dovizioso, du hast es angesprochen, für ihn könnte das ein entscheidender Knick im Titelkampf sein. Aus den 12 Punkten Rückstand, die er auf Marquez hatte, wurden 37, das hat sich verdreifacht. Das schmerzt natürlich schon sehr, und bei Maverick Vinales, der war zwar vor einem Rennen schon aus dem WM-Kampf, aber es ist das dritte Mal in dieser Saison, dass Maverick Vinales im Rennen abgeschossen wird, dass sich da irgendwann mal ordentlicher Frust aufbaut, ist auch klar. Auch weil Maverick Vinales oft schlecht startet, dieses Mal eben gut gestartet ist, dann ist er genau dort, wo der Jorge Lorenzo crasht. Also Maverick Vinales, der hat das schon fast ein bisschen mit Galgenhumor genommen, der ist in seiner Medienrunde dort gesessen, da hatte ich nur noch gelacht, weil er gemeint, ja, es ist eigentlich lächerlich, was mir hier passiert. Von dem her, ja, den Frust bei den beiden verstehe ich, aber ich sehe es wie du. Strafen, denke ich, sind für Manöver, wo man sofort sagen kann, okay, das war einfach vollkommen dämlich oder vollkommen daneben. Und das, denke ich, ist in dem Fall eben nicht so. Es war ein Fehler, der passiert ist. Und ja, Thema damit erledigt. Ja, vor allem Vinales hat er dann diesen Vergleich gebracht, weil er hat ja eine Rückversetzung nach dem Qualifying bekommen, weil er auf der letzten Runde schon gedacht hat, es wäre vorbei, hat sich dann feiern lassen von den Fans, und dann kam noch Quartararo hinten angerauscht, ist nur ganz knapp an dem vorbeigefahren. Einige britische Kollegen haben es ganz richtig geschrieben, das ist eigentlich eine viel gefährlichere Situation, als das, was Lorenzo dort im Rennen dann gemacht hat, denn da passieren ganz schwere Unfälle, da gab es schon wirklich schlimme Verletzungen mit Lähmungen und so weiter. Ja. Wir erinnern uns seinerzeit Villarroel und Marquez, Tom Lüthi ist auch einmal so abgeräumt worden, also wenn der Fahrer ohne Spannung da vorne sitzt, auf der Geraden und von hinten kommt einer an, der doppelt bis dreimal so schnell ist, das sind wirklich gefährliche Aktionen. Viele Fans haben gemeint, ja, das war ja nicht so viel, aber genau das sind die Sachen, wo du dich verletzt. In der Kurve, wo du so dann weggekegelt wirst, ein bisschen ärgerlich, aber die Verletzungsgefahr ist da relativ gering. Da kann mal ein Knochenbruch passieren, der natürlich sportlich gesehen natürlich schlimm sein kann, aber nichts im Vergleich zu dem, was eben bei solchen Aktionen passieren kann. Reinhold Roth, ein ganz bekannter Fall, Jugoslawien Grand Prix, damals auf einer ähnlichen Aktion, bis heute ein Pflegefall. Von dem her, das ist eine Aktion, die definitiv zu bestrafen ist. Für mich auch unverständlich. Maverick Vinales hat gesagt, er dachte eigentlich, es sind eh schon alle abgewunken und hat deshalb da eben dem Publikum zugewunken. Das ist wirklich was, wo ich sage, das sollte einem Weltklasse-Piloten nicht passieren. Der sollte eben einen Überblick haben, läuft die Session noch, was ist da los? Es hat nur vielleicht ein halber Meter gefehlt. Und wenn Fabio Quartararo, es war, glaube ich, die schnelle Kurve 9 oben, wenn Fabio Quartararo da in American Yards reinkracht, das kann ganz, ganz, ganz übel sein. Da enden wahrscheinlich bei dem Krankenhaus. Das ist anzunehmen, ja. Genau. Absolut. Es war ja generell ein sehr chaotisches Wochenende. Es sind einige Fahrer auch für Vergehen im Rennen
bestraft worden. Vielleicht können wir auch das ein bisschen vergleichen und den Fans da draußen erklären, die jetzt nicht ganz verstehen, wieso wird der bestraft, Lorenzo nicht. Es gab ja schon wieder das übliche Geplapper dann von ja spanische Mafia, ja, und Repsol, Doana, bla bla bla. Zur Erklärung mal, die Stewards in dem Fall in Barcelona, da war kein einziger Spanier dabei. In der Rennleitung sitzt kein Spanier, die Stewards waren Freddy Spencer, dann der Amerikaner Cambo und ein Deutscher, die Strafen ausgesprochen haben. Also da sind keine Spanier irgendwie involviert. Es ist auch eine ganz andere Szene, denn Lorenzo hat ja in einer Rennsituation die Kontrolle über sein Motorrad verloren und der Kontakt passierte erst danach, wenn Lorenzos Motorrad schon außer Kontrolle dort ist. Das ist für mich weniger als ein Blockpass von der Schwierigkeit jetzt her des Vergehens, weil absolut keine Intention dahinter ist. Ja. Sowas haben wir in Moto3-Rennen fast in jedem Rennen, dass irgendwie 7 nebeneinander in einer Kurve sind, einer rutscht weg und die räumen sich ab. Da gibt es auch in den seltensten Fällen irgendwie Strafen. Eine Strafe gab es im Moto3-Rennen für Can Öncü, weil der wirklich viel zu schnell in eine Kurve rein ist und dort, glaube ich, 4 Leute abgeräumt hat, mit dem ersten noch auf der Geraden irgendwie Kontakt hat und den schon dort wegschickt. Das ist für mich eine ganz andere Hausnummer als dieses klassische Vorderrad verlieren, was gerade mit der Honda einfach sehr oft passiert. Ja, ja, gebe ich dir absolut recht. Das ist eben der Unterschied zwischen, was wir vorher gesagt haben, ein Fehler, der passieren kann, und eine andere Aktion, wo man sagt, okay, das darf eigentlich nicht sein in einem Rennen. Bestraft wurde ja zum Beispiel auch Bradley Smith für seine Kollision mit Aleix Espargaró. Die Situation grundsätzlich soll ähnlich gewesen sein, man hat es im TV-Bild nicht gesehen. Gleiche Kurve, aber Bradley Smith eben viel zu spät auf der Bremse und eben den klassischen Kontakt so gehabt von der Seite rein in Aleix Espargaró. Aber da war er auch noch auf dem Motorrad, also es ist nicht so, dass Bradley Smith abgestiegen ist und das Motorrad dann gegen den Espargaró geflogen ist. Der hat übrigens sich eine Knieverletzung dabei, aller Voraussicht nach, zugezogen. Genau, also das ist eben der Unterschied zwischen einem Fehler, der passieren kann, und einem Fehler, der eigentlich nicht passieren darf. Das wird da eben unterschiedlich gewichtet bei der Rennleitung. Ich habe gestern noch mit Alex Hofmann über das ganze Thema geredet. Er meinte, ihm fehlt teilweise ein bisschen die Konstanz in den Entscheidungen. Er persönlich hat für sich noch nicht herausgefunden, wo man die Grenze da zieht. Ich finde es teilweise relativ verständlich. Es sind auch immer wieder Aktionen dabei, wo man sagt, okay, ist jetzt unverständlich, aber es wird immer, sowas wird immer eine subjektive Entscheidung der Stewards bleiben. Man kann da keine klare Regel ziehen. Es ist nicht wie Track Limits, dass man sagen kann, der ist draußen, der ist drinnen. Von dem her, die letzten Entscheidungen habe ich alle, muss ich sagen, stringent und gut gefunden. Von dem her, glaube ich, machen da die Stewards zumindest in dieser Saison schon sehr viel richtig, denke ich. Es ist ja auch im Reglement da etwas Handlungsspielraum. Also zum Beispiel bei Track Limits ist ganz klar, da steht im Reglement, es muss bestraft werden. Bei Flaggenmissachtung steht da, es muss bestraft werden. Bei Nachtanken in der Box zum Beispiel, was sowieso verboten ist, steht da, es muss bestraft werden. Für Irresponsible Riding, dieser berühmte Paragraph, der da meistens zur Anwendung kommt, steht, es kann bestraft werden. Ja. Ich glaube, was schon noch an diesem Wochenende, warum es eben zum Beispiel auch für Jorge Lorenzo keine Strafe gegeben hat, ist eben schon noch die Tatsache, dass es für die Fahrer durch alle 3 Klassen ein wahnsinnig schwieriges Wochenende war. Unglaublich schlechter Grip in Barcelona am Circuit de Catalunya. Warum? Es weiß keiner so genau. Die Strecke ist eigentlich, der Asphalt ist relativ frisch noch. Also letztes Jahr zum ersten Mal wurde auf den neuen Asphalt gefahren, jetzt das zweite Mal erst. Aber die Fahrer haben alle gesagt, jetzt das ganze Wochenende null Grip. Was unverständlich ist eigentlich, weil es eine Strecke ist, die regelmäßig in Betrieb ist. Von dem her müsste sie einigermaßen sauber sein eigentlich. Vielleicht ist aber gerade das Problem. Formel 1 hatte, glaube ich, 8 Testtage dort dieses Jahr, das Formel 1 Wochenende. Ja, also generell, glaube ich, neben Silverstone eine der häufigste Fahrer genau. Strecke Europas. Also genau weiß es keiner, warum es so ist. Und dann natürlich noch hohe Streckentemperatur am Sonntag. Da passieren ganz leicht Stürze. Und dann gibt es eben ein paar neuralgische Stellen wie Kurve 10, was besonders leicht passiert. Genau, ich habe eben eine Statistik gesehen, ein bisschen über 70 Stürze, 20 davon, also mehr als ein Viertel in Kurve 10. Kurve 10 ist natürlich, vor allem seit man dieses neue Layout fährt, absolut prädestiniert für Stürze und Kollisionen. Früher war die Kurve 10 ja diese langgezogene Linkskurve, eben jetzt ist es so eine Doppel, so Knicks eigentlich, so eine Links.
Wurde eingeführt, weil an dieser Stelle der Sturzraum sehr klein ist und man ihn nicht vergrößern kann. So will man eben da ein bisschen mehr Sturzraum gewinnen. Aber die Kurve an sich ist natürlich einfach alles andere als eine schöne Kurve. Valentino Rossi hat gestern gemeint, für ihn ist sie mehr so wie auf einem Supermarktparkplatz herumzufahren. Das ist für ihn keine Kurve, wie sie auf einer Rennstrecke existieren sollte. Der Mann war noch nicht in Le Casseleg. Und da gebe ich Valentino Rossi absolut recht. Die alte Variante war wesentlich schneller. Aber ich denke, das wird nicht geändert werden, weil Valentino Rossi hat zwar gemeint, er hat immer dafür gekämpft, dass wieder die alte Variante gefahren wird. Aber ich denke, da sind die Sicherheitsbedenken zu groß. Damit müssen wir halt jetzt umgehen und auch wenn es dann eben regelmäßig zu Chaos kommt in der Kurve. Thema Chaos vielleicht noch, weil wir bei dem gesamten Chaos. Es gab noch nicht genug Chaos. Für mich eine der kuriosesten Situationen der bisherigen Saison. An diesem Rennwochenende mussten einige Fahrer, jeder Fahrer in der WM hatte seinen Helmausstatter, wie auch immer der heißen möge. Einige Fahrer an diesem Wochenende mussten sich aber, oder zumindest ihre Assistenten oder Manager, mussten für sie Helme kaufen gehen. eine Situation, die wir so auch noch nicht gehabt haben. Und zwar liegt das Ganze daran, dass es von der FIM ein neues Helm-Homologationsprogramm gibt. Das hätte eigentlich schon vor der Saison in Kraft treten sollen, wurde dann aber mehrmals verschoben. Jetzt vor Barcelona ist es in Kraft getreten. Für manche Helmhersteller anscheinend immer noch zu früh. Die haben die Tests nicht bestanden. Und dementsprechend dürfen die Helme dann auch nicht verwendet werden. Der Gedanke dahinter ist, bisher gab es drei unterschiedliche Prüfungssysteme, eins im US-amerikanischen Raum verbreitet, eins im europäischen, eins im asiatischen Raum. Da gibt es immer wieder unterschiedliche Teststandards und die wollte man jetzt vereinigen eben. Kurzes Beispiel vielleicht, welche Tests da durchgeführt werden. Zeigen wir jetzt in diesem schönen Miniaturhelm her, der eigentlich als Gehäuse für meine wunderschöne Tissot dient, aber für den Test reicht es auf jeden Fall mal, was da gemacht wird. Zum Beispiel ein schweres Metallobjekt wird oben drauf gefallen lassen. Schaut man eben, ob der Helm splittert oder er wird in unterschiedlichen Winkeln auf unterschiedlich geneigte Oberflächen geworfen, mehr oder weniger. Man schaut dann eben, ob der Helm standhält. Bei einigen Helmherstellern gab es da Probleme. Bei Suomi zum Beispiel, den Andrea Dovizioso fährt, der ist durchgefallen, der musste sich einen anderen Helm besorgen. Andere Hersteller wie HOC, da habe ich mit dem Verantwortlichen an der Strecke gesprochen, die haben alle Helme durchgebracht. Für die betroffenen Hersteller natürlich auch eine etwas peinliche Situation. Man hat es zwar versucht, ein bisschen abzudecken, indem man Aufkleber drüber gibt, aber an der Helmform konnte man eben trotzdem erkennen, dass da andere Helme drunter stecken. Auch das für mich eine sehr, sehr kuriose Situation, aber passend zu diesem Chaoswochenende in Barcelona. Ja, aber vielleicht verlassen wir das Chaos jetzt nach so vielen Minuten und kommen dann doch auf das Sportliche zu sprechen, denn mit dem Crash von Lorenzo war das Rennen natürlich noch lange nicht aus, denn da sind gerade einmal 2,5 Minuten gefahren gewesen. Danach hat Marc Marquez zum Sololauf ausgeholt. Die Bild hat daraufhin getitelt, auch da muss ich jetzt darauf eingehen, weil ich schon in meiner Rennanalyse, auch übrigens unter diesem Video verlinkt, geschrieben habe. Die haben geschrieben, MotoGP Star Crashed Teamkollegen zum Sieg. Das ist überspitzt und ist in dem Sinn eigentlich Schwachsinn. Ja. Marc Marquez hat ein bisschen Glück gehabt, dass er in diese Kollision nicht, also dass er ein bisschen weg war, als diese Kollision hinter ihm passiert ist. Das hätte natürlich auch anders ausgehen können. Aber auf die, die dann ihn noch verfolgt haben, das war ein Petrucci, ein Miller, ein Rins, ein Quartararo, hat er in der zweiten Runde auf Petrucci hat er ein bisschen was verloren, ausgebaut. Auf Rins, auf Quartararo und auf Miller hat er sogar 2 bis 3 Zehntel verloren in dieser Runde. Das heißt, das war überhaupt nicht so, dass da jetzt Lorenzo Tabula Rasa gemacht hätte und Marquez einsam zum Sieg gerust ist. Aber Marquez hat natürlich in seiner Rennintelligenz bemerkt, okay, hinter mir, ich höre jetzt niemanden mehr so in der Nähe. Und er hat dann wieder mal klassisch den Turbo gezündet und hat eine schnellste Rennrunde nach der anderen hingebrettert und war dann binnen ein paar Runden und Sekunden weg und hat sich diesen Sieg sehr wohl selbst erarbeitet. Also, dass Lorenzo da ihm diesen Sieg quasi geschenkt hat, ist völliger Schwachsinn in meinen Augen. Denke ich auch. Also, ich glaube nicht, dass es für Marc Marquez ein einfacher Sieg geworden wäre, wenn Dovizioso, Rossi und Co. Dann auch im Rennen gewesen wäre, aber er hätte definitiv um den Sieg gekämpft.
auch wenn das ganze Wochenende nicht hundertprozentig rund gelaufen ist für Marquez, er war nicht so ein Trainings nicht so schnell unterwegs, wie man das von ihm gewohnt ist. Er hat auch oft den Windschatten gesucht, anderer Fahrer, oder zumindest versucht, eben denen zu folgen. Aber ich gehe davon aus, dass er im Rennen eben wieder mit Dovizioso und ich denke vielleicht dieses Mal auch mit Rossi und Vinales. Yamaha hat nicht so schlecht ausgesehen. Genau, da meinen Sieg kämpfen hätte können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht der Fabio Quartararo dann auch näher dran gewesen wäre, weil eben nicht spontan diese Lücke aufgerissen wäre durch diese Aktion von Jorge Lorenzo eben. Aber wie du sagst, so dass Marc Marquez Jorge Lorenzo gebraucht hätte, um den Sieg einzufahren, so ist es definitiv nicht. Also den hätte er schon auch ohne seinen Teamkollegen holen können. Und um ein weiteres Duell hat uns eigentlich Fabio Quartararo selbst gebracht. Der war in allen Sessions unter den Top 2, also war da sogar besser als Marquez. Wenn wir jetzt alle Trainings, Qualifying, selbst schnellste Rennrunde und so weiter zusammenzählen, ist auf Pole Position gestanden zum zweiten Mal, hat den Start nicht ganz so gut erwischt, war aber noch dran. Dann gab es mit Marquez eine Szene, die hat ihn viele Plätze gekostet, dann ist er bis auf Rang 8, 9 zurückgefallen und ist dann natürlich hinter Rins und Petrucci lange festgehalten. Festgehangen. Da hat er schon viel Zeit verloren. Ich glaube auch, dass er es einerseits nicht ganz gleich getraut hat, früh schon die Attacken zu setzen, denn man muss sich in Erinnerung rufen, er hat jetzt viele gute einzelne Szenen, vereinzelte Sessions, aber hat es noch nicht bis vor Barcelona zusammengebracht, dass er wirklich ein Rennwochenende komplett runterbringt. Ich glaube, Platz 7 war, glaube ich, das Beste, was er erreicht hatte. Und dann, glaube ich, ist er schon ein bisschen abwartend gefahren gegen Petrucci und Rins, weil er da nicht zu viel riskieren wollte. Aber was man natürlich auch sagen muss, ist, die Unterlegenheit auf der Geraden war wieder mal deutlich sichtbar. Also ich habe mir das in den Topspeeds angeschaut. Da haben 7 bis 8 km/h wieder auf Marquez gefehlt. Also da hat man wieder mit freiem Auge gesehen und das ist schon etwas, was natürlich ihn da zurückgeworfen hat. Umso stärker ist es dann einzuschätzen, dass er tatsächlich im letzten Renndrittel Petrucci kassiert hat und diesen zweiten Platz eigentlich souverän eingefahren hat. Absolut, also ganz tolle Vorstellung von Fabio Quartararo. Wir haben schon die ganze Saison darüber geredet, immer wieder, ja, da gutes Qualifying, da gute zweite Rennhälfte, da das und das hat noch nie so ganz zusammengepasst. Unglücklicher Defekt, genau. An diesem Wochenende hat er alles zusammengefügt. Das war generell ein sehr wichtiges Wochenende für Fabio Quartararo auch, glaube ich, weil er seinen ersten Sturz in der MotoGP überhaupt hatte. Das klingt jetzt komisch, aber er ist über 6000 Kilometer in der MotoGP gefahren ohne einen Sturz. Also als Rookie auch absoluter Wahnsinn. Ja. Und ich glaube schon, dass das für ihn gut war, das einmal aus dem Weg zu haben. Er hat nachher gesagt, er weiß genau, warum er gestürzt ist. Eben auch ein Gefühl dafür zu bekommen, das eben aus dem Kopf raus zu haben. Und ein super Rennen gefahren am Sonntag. Also ja, wir sagen schon die ganze Zeit, der Mann wird uns auch viel Freude machen. Und was er jetzt gezeigt hat in Barcelona, im 7. Rennen seiner MotoGP-Karriere, ganz großartig. Ja, vielleicht geht es in diesem Jahr sogar noch eine Treppchenstufe höher. Also ich würde es nicht ausschließen, muss ich sagen. Hinter Quartararo, Petrucci und Rins auf den Rängen 3 und 4. Petrucci damit das Mugello-Ergebnis bestätigt. In der WM jetzt auch relativ knapp eigentlich. 5 Punkte hinter Andrea Dovizioso. Das ist schon Wahnsinn. Rins war auch ein bisschen zu ambitioniert. Da gab es, ich glaube, 18. 19. Runde war das eine Situation. Als er aus dem Windschatten von Petrucci kam, hat dort übrigens genau in dieser Szene auch den Topspeed aufgestellt mit 345, irgendwas. Das war dann aber so viel, dass er die erste Kurve nicht mehr ganz bekommen hat, denn Petrucci ist ihm dann auch noch ein bisschen in die Quere gekommen. Dann gab es ein bisschen einen Verbremser, beinahe ein Heißer, den er noch top abgefangen hat, aber dann bei der ersten Kurve einfach schwer durch die Auslaufzone und dann, glaube ich, bis auf Rang 7 oder so zurückgefahren und dann ein Sprintrennen noch bis auf Rang 4 am Ende. Ja, da muss man auch sagen, da wäre viel mehr drin gewesen. Auf jeden Fall. Dann wäre er auf einmal auch in der WM eigentlich Zweiter gewesen, wenn er genau, den zweiten Platz nach Hause gebracht hätte. Eine Aktion, wie wir es von Alex Rins in der Saison eigentlich nicht gesehen haben, der ist immer wahnsinnig coole, abgebrühte Rennen gefahren, vor allem in der zweiten Rennhälfte dann immer
richtig gut zugelegt auch dieses Mal. War ein bisschen der Wurm drinnen, finde ich. Es war von ihm kein, eben einfach nicht dieses abgeklärte, dieses souveräne Fahren, wie man es sonst kennen. Vielleicht auch Heimpublikum spielt immer eine Rolle, da ein bisschen übermotiviert gewesen vielleicht. Kann auch mal passieren. Alex Rins ist ja auch noch ein sehr junger Pilot, auch erst in der dritten MotoGP-Saison jetzt. Von dem her kein großes Drama, denke ich. Aber ja, haben wir schon bessere Rennen gesehen von ihm. Ja, dann kommen wir zur Moto2. Dort gab es eine große Überraschung, denn Lorenzo Baldassare hat wieder eine Null geschrieben. Ja, so überraschend ist es eigentlich nicht mehr. Der ist es in diesem Jahr wirklich, entweder er gewinnt oder er fliegt. Die vierte Nullnummer jetzt, glaube ich, schon in dieser Saison. Das ist eben einfach zu viel, das muss man ganz klar sagen. So kann man keinen WM-Titel gewinnen mit so vielen Ausfällen. Das geht nicht. WM-Titel gewinnt man nur über Konstanz. Das mussten schon viele Fahrer erkennen. Das musste ein Marc Marquez 2015 erkennen, dass es so nichts wird. Von dem her sehe ich jetzt im Titelkampf eher andere Fahrer als Favoriten. Ja, vor allem Alex Marquez. Dritter Sieg in Folge. Zum ersten Mal in seiner Karriere, dass er drei Rennen hintereinander gewinnt. Jetzt vielleicht nach so vielen Jahren in der Moto2 doch auf den Spuren von Bruder Marc. Im Moment deutet viel darauf hin. Also eine wahre Leistungsexplosion eigentlich, die er in den letzten Rennen durchgemacht hat. Der Saisonstart war nichts Besonderes. Aber jetzt scheint dieses Paket aus den Dunlop-Reifen, der Kalex-Maschine, dem Team und Alex Marquez einfach super zu funktionieren. Ganz interessant war auch gestern, ich war nach dem Moto2-Rennen bei der Pressekonferenz. Und da hat Alex Marquez was ganz Interessantes gesagt und der hat gemeint, er hat in den ersten Rennen wahnsinnig viel von Tom Lüthi, seinem ersten WM-Widersacher, gelernt, weil Tom eben aus dieser einen Saison MotoGP fahrstiltechnisch wahnsinnig interessante Dinge mitgebracht hat. Marquez hat gemeint, er richtet das Motorrad am Kurvenausgang sehr gut auf, das ist immer das ganz Typische, was man in der MotoGP so macht und der hat da wahnsinnig viel gelernt. Und es scheint so, als würde Tom Lüthi jetzt aktuell mit seinen eigenen Waffen schlagen. Aber auch Tom Lüthi war super zufrieden. Ein weiteres sehr starkes Wochenende. Er ist konstant vorne mit dabei an der Spitze. Also die zwei Herren, vielleicht Baldassare, wenn er Konstanz reinbringt. Und auch ein Jorge Navarro in den letzten Rennen konstant stark. Also es könnte durchaus noch eine spannende und spektakuläre Moto2-Saison werden, glaube ich. Ein Mann war dabei, und das hat uns alle sehr gefreut. Jonas Folger hat sein Comeback gefeiert. Er ist eingesprungen beim Petronas Sprinter Racing Team, glaube ich, heißt es in der Moto2. Genau. Hat dort eine Kalex pilotiert, ist eingesprungen, weil sich Mattia Passini verletzt hat, der wiederum schon Ersatzfahrer für Kairo Itabaui war, der eine schlimmere Verletzung hat. Ja, was hat Jonas nach dem Rennen gesagt und wie hat er abgeschnitten? Ja, ich habe einen sehr gelösten, einen sehr lockeren und einen durchaus glücklichen Jonas Folger in der Petronas Box da getroffen. So meine Einschätzung eben. Im Rennenplatz 19 hätte er sich vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet, aber er hat auch gesagt, okay, mir war klar oder uns war klar, wir werden jetzt im ersten Rennen da nicht aufs Podium fahren. So realistisch muss man auch sein. Er hatte ein paar Testtage auf diesem Motorrad, die liegen aber auch schon lange zurück. Da war die Maschine noch in einer komplett anderen Entwicklungsphase. Ansonsten Rennen ist Jonas Folger mit dem neuen Reglement, mit dem 765 Kubik Triumph Motor nie gefahren. Er ist jetzt viel MotoGP gefahren, da gibt es wieder einen ganz anderen Fahrstil. Ist überhaupt 21 Monate, fast 21 genau. Monate kein Rennen. Und das war eben auch, was er angesprochen hat. Gute, schnelle Rundenzeiten da draußen fahren ist eine Sache. Aber dann eben ein Rennen zu fahren, ist eine ganz andere Sache. Er hat gesagt, er hat den Start vermasselt, das war ihm einfach nicht mehr gewohnt, diese 30 Wölfe auf eine Kurve, diese Hektik, die da am Start passiert. Dann ist er auf den letzten Platz zurückgefallen und musste sich eben nach vorne kämpfen. Dann hat er gemeint, es war für ihn so unglaublich schwierig, sich an Fahrern vorbeizubremsen. Er hat gesagt, ich habe 2 Jahre lang keinen Fahrer überholt. Er musste also einfach das Rennfahren wieder lernen oder er muss das Rennfahren wieder lernen. Hat sich dann aber doch Schritt für Schritt oder Position für Position nach vorne gearbeitet. Hat er dann auch in der zweiten Rennhälfte die Pace für die Punkte erringen. Also hat er gemeint, das passt sehr gut. Am Dienstag wird jetzt getestet in Barcelona am Moto2. Da kann er einiges an seinem Fahrstil arbeiten und auch im Motorrad weitere Anpassungen vornehmen. Er hat dann noch weitere Auftritte jetzt vor sich. Und ein Satz, den ich sehr schön gefunden habe, als ich ihn gefragt, oder ein Wort, das ich sehr schön gefunden habe, als ich ihn zum Abschluss gefragt habe, wie schaut es aus, brennt das Feuer fürs Rennfahren jetzt wieder? Hat er gesagt, genau. So ist es. Und das freut uns alle sehr. Mich persönlich, ich glaube, uns alle würde es sehr freuen, Jonas wieder als Stammpilot in der Moto2 zu sehen. Ich hätte nichts dagegen. Ja, dann kommen wir abschließend zur Moto3.
siebente Saisonrennen, siebenter verschiedener Sieger, Marcos Ramirez in unserer Facebook-Gruppe MotoGP Freaks, weil vier Räder zwei zu viel sind, hat kein einziger diesen Siegertipp abgegeben, wir nicht, die ambitionierten User nicht. Ja, also da kann man eigentlich gar nichts vorhersagen, denn es ist wieder ein Rennen gewesen, viele verschiedene Führende und im Endeffekt kurz wieder auf die letzten anderthalb Runden an, wer da irgendwie das meiste Glück fast hat, muss man sagen. Also eigentlich kann man auch einfach die Starterliste nehmen, die Augen zumachen, auf und runter und dann irgendwo reintippen, dann hat man wahrscheinlich auch die gleich großen Chancen, den richtigen Sieger zu tippen, also wie wir das mit unseren ausführlichen Analysen machen. Da kann man auch nicht viel analysieren. Es ist wahnsinnig spektakuläre und kuriose und turbulente Rennen einfach, da kann so viel passieren, da gibt es immer wieder Kollisionen, dieses Mal auch technische Defekte, wie für Lorenzo Dalla Porta. Also, ja, das ist natürlich ganz bitter, also wenn du dich so schadlos hältst und taktisch ganz gut fährst, Dalla Porta auch super Ergebnisse, aber dann fällst du in Führung liegend aus, weil dir das Ding verreckt. Das ist natürlich doppelt und dreifach bitter. Ja, Lorenzo Dalla Porta war auch richtig sauer. Also ich habe dann erst dann mit der Maschine in die Box gerollt. Ich habe nur vom Mediacenter aus runtergeblickt in die Boxengasse und sein Mechaniker ist ihm entgegengekommen und er hat ihm quasi das Motorrad entgegengeworfen, mehr oder weniger, der war stinksauer. Kann man gut verstehen, in Führung liegend mit einem technischen Defekt auszuscheiden, tut natürlich richtig weh. Und eben auch, weil jetzt in der WM doch schon einen relativ großen Rückstand, aber doch einen Rückstand auf Aaron Canet aufgerissen hat. Ja, Aaron Canet wieder super intelligent gefahren, lange nicht aufgefallen, nie um die vorderen Plätze geritten und am Ende dann doch wieder wie eine Klapperschlange zugebissen, Platz 2 eingefahren und jetzt schon fast diesen einen Sieg Vorsprung auf Dalla Porta. Ich möchte es jetzt noch nicht so in den Mund nehmen, ihn zum Favoriten zu erklären, sonst ändert sich das wieder alles in Assen und am Sachsenring. Aber der ist schon stark, den sollte man der wird zumindest, wenn er sich nicht verletzt, das muss man natürlich auch einmal dazu sagen, bis zum Ende um den Titel da irgendwie seine Finger mit drin haben. Davon gehe ich auch aus. Also Canet und Dalla Porta, denke ich, auch wenn es eben auch bei denen viele Auf- und Abs gab, aber insgesamt denke ich schon, dass die zwei, die sind, die souveränsten Rennen fahren, die klügsten Rennen fahren und die auch den Speed haben, um den Titel zu kämpfen. Also ein Weltmeister, der nicht Dalla Porta oder Canet heißt, würde mich persönlich jetzt schon sehr überraschen. Das ist jetzt aber dann doch eine Ansage. Also was zwischen denen zwei passiert, keine Ahnung, aber ich denke, dass es einer von den zwei werden wird. Gut, ja, dann machen wir für heute Schluss. Dich schicken wir in 2 Wochen in Assen. Schau mal, was du uns aus dem Moto3-Rennen mitbringst. Wir dürfen natürlich noch einmal aufrufen, jetzt bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Den Link findet ihr unter diesem Video. Ja, und dann verabschieden wir uns jetzt, bis wir uns dann aus Assen wieder melden. Ciao.